Mich müssen über Menschen erinnern, was alles passiert ist. Ich erinnere mich immer an Menschen, die mir so in der Zeit ans Herz gewachsen sind und bei denen ich mich freue, dass sie heute noch meine Freunde sind. Also zum Beispiel freue ich mich wahnsinnig, dass ich in der Sendung Pöppel Schulz treffe. Wir haben immer noch Kontakt und er war, glaube ich, sogar in meiner ersten mit Sehnsucht. Und dann, gerade eben bin ich gekommen mit meinem damaligen Regisseur Pitt Weyrich, mit dem ich ja später auch als Unterhaltungschef noch viel zu tun hatte. Und für mich sind das immer so, deshalb habe ich mich auch hier auf diese Geschichte gefreut, mich drängt es nicht so wahnsinnig mehr vor die Kamera. Und das hat es eigentlich nie getan. Aber ich freue mich einfach hier jetzt viele alte Freunde wiederzutreffen und das ist einfach cool. Ja, mehr im Radio. Ich habe beim RTL Fernsehen so ein bisschen von der Bluebox rum moderiert. Und da hatte mich damals auch wohl der Unterhaltungschef des ZDF, Wolfgang Penck, gesehen oder Frank Elstner hat ihn, glaube ich, auf mich aufmerksam gemacht. Aber das war nicht richtig Fernsehen. Als ich dann wirklich zur Hitparade kam und alles live und mit Publikum, das war schon, sagen wir mal, die Reise in die ganz andere Welt. Es war richtiges Fernsehen. Also es war einfach so, damals, ich weiß, meine erste Sendung haben, glaube ich, 13 Millionen Menschen geguckt. Und mir war das alles, für mich war das so ein Ding, ich liebe Musik, ich liebe auch, wie andere, haben ja mir Menschen behauptet, ich hätte was gegen Schlager gehabt und weil da plötzlich linke Rockmusiker auftraten in der Sendung, ich habe die ja gar nicht eingeladen, die haben sich ja qualifiziert für die Sendung. Was Quatsch ist. Also ich bin mit Roland Kaiser seitdem zum Beispiel auch sehr, sehr gut befreundet und mir war das ehrlich gesagt immer egal. Ich hab mich immer gefreut, wenn Künstler drin waren, die das, was sie machen, wirklich können. Und ich habe leider auch Dilettanten erlebt. Ne? Also, und dann war mir egal, weißt du, wenn du Mary Rose siehst, dann siehst du jemanden, wo du sagst, die kann es einfach. Und die hat viele tolle Lieder. Und ob die mir jetzt alle gefallen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und wenn ich einen Heinz-Rudolf Kunze in der Sendung hatte, dann war es dasselbe, wo du sagst, einfach. Damals, dein ist mein ganzes Herz. Einfach tolle Lieder und gute Typen. Und das war für mich immer so. Also ich erinnere mich komischerweise, weil ich jetzt natürlich in der Zeit auch wegen der Sendung jetzt viel gefragt werde, ich erinnere mich tatsächlich auch weniger an Situationen. Da muss man mich dran erinnern. Ich erinnere mich mehr an Menschen, die ich damals getroffen habe und zu denen ich bei vielen heute noch einen sehr, sehr freundschaftlichen Kontakt habe. Haben wir nicht, aber das war ja, es ist ja, wird ja immer mir so ein bisschen oder wurde mir ein bisschen angelastet, dass da plötzlich zuerst kamen die Linken, also Wolfgang Niedecken und Heinz-Rudolf Kunze. Und wir haben damals sehr dafür gekämpft, bei einigen erfolgreich, bei anderen weniger erfolgreich, dass die sich ja qualifiziert haben für die Sendung, also über Verkauf von Schallplatten. Warum soll dann Herbert Grönemeyer nicht mit Roland Kaiser oder Mary Rose in derselben Sendung auftreten? Aber das wollten viele von diesen angeblich so Toleranten damals, die wollten das nicht. Wir treten doch nicht in einer Sendung mit Niki auf. Was ich überhaupt nie verstanden habe. Und einige haben wir dann auch überreden können, wie zum Beispiel auch Udo Lindenberg und Wolfgang Niedecken, dass sie, wenn sie sich qualifiziert haben, auch gekommen sind. Und dann kam eine Zeit, in der es einfach, damals gab es die Top 100 und über diese Top 100 Verkäufer hat man sich für die Sendung qualifiziert. Und wir konnten die Sendung mit Schlager nicht mehr füllen. Da waren in den Top 100 zwei Schlagersänger, wir brauchten aber sieben. Und stattdessen war es so, dass Leute wie Jack White, Dieter Bohlen, Harold Faltermeier, die alle früher Schlager produziert haben, die machten Englisch. Und dann hat das ZDF, das war ja nicht ich, der das entschieden habe, ich war viel zu jung, irgendwas überhaupt zu entscheiden, aber hat das ZDF dann gesagt, okay, wenn diese Leute heute in Englisch produzieren, dann müssen wir das dahingehend aufweichen, dass wir sagen, wenn es deutsche Komponisten und Texter sind, dann können die auch in die Sendung kommen. Und es war also, es ist zwanghaft entstanden, weil wir die Sendung mit Schlager oder so nicht mehr füllen konnten. Und dass das diesen Weg ist, dann das Publikum nicht mitgegangen. Also die dann nur Schlager wollten, die waren unglücklich, dass da plötzlich auch Rockmusiker drin waren und Leute, die Englisch singen. Und die auf diese jüngere Musik stehen, die haben aus Prinzip die Hitparade nicht. Und von daher war dann auch irgendwann 5 Jahre später, als Uwe dann kam, war es eigentlich logisch, dass man gesagt hat, wir gehen zurück zum Schlager, machen ein ganz anderes System, wie man sich qualifizieren kann. Und das war auch ein im Prinzip logischer Schritt. Den hatte ich auch und man hat mich jetzt wieder daran erinnert, da habe ich mich gar nicht mehr, das wusste ich gar nicht mehr so. Ich hatte sogar Joe Cocker. Oh.
Es war sogar Joe Cocker. Also irgendwann hat irgendein Deutscher wohl für ihn da ein Lied komponiert. Und dann war auch Joe Cocker in der Sendung. Also ich trete auch in der Sendung extra sehr gedeckt auf. Ich fürchte, es kommt zur Sprache. Das Schlimmste ist, ich weiß das noch irgendwann vor 2, 3 Jahren, meine Kinder sind mittlerweile erwachsen und da kam meine Frau nicht abends nach Hause und da hatten sie Freunde da und da wurde irgendwo bei Dreisat eine alte Hitparade wiederholt. Ich hatte so eine furchtbare Klamotte an und 5, 6 junge Leute lachten sich tot darüber. Ich bin ganz schnell ins Bett gegangen unter Umgehung des Wohnzimmers. Aber es war schon hart, was ich da teilweise anhatte, das muss man sagen. Wahrscheinlich das, was alle denken. Es gibt überall gibt's gute Musik, es gibt sehr, sehr gute deutsche Musik jetzt wieder, die so irgendwo zwischen Schlager und Rockmusik angesiedelt ist. Es gibt wunderbare Künstler. Also ich suche mir das so überall aus. Ich habe jetzt nach langer Zeit mal wieder eine Radiosendung gemacht für einen kleinen lokalen Sender, einfach aus Spaß. Ich bilde hauptsächlich Moderatoren aus und trainiere Manager im Fernseh, Kameraumgang, aber und da habe ich mal so all das gespielt, was mir gefällt. Da ist Klaus Lage drin, da ist Volbeat drin, also richtig harte Rockmusik, da ist Klaus Hoffmann drin und da ist Elton John drin. Und das ist einfach so, ich habe so einen Musikgeschmack und ich kann mich auch tatsächlich über einen guten Schlager freuen. Also mein Freund Roland Kaiser hat jetzt eine neue Platte gemacht und die höre ich mir an. Und da sind richtig, richtig gute Lieder drauf. Es gibt ja keine Frage, dass Roland ein toller Künstler ist. Also ich bin so vollkommen offen. Ich habe mit Rap, da tue ich mich nach wie vor, wenn ich das so bei meinen Kids höre, da tue ich mich ein bisschen schwer, aber ansonsten bin ich da ehrlich gesagt total offen. Auch so nach Stimmungslage. Das heißt, Volbeat ist so. Ja.